Die Stadtgalerie Salzburg zeigt bis 13. Mai 2017 die Ausstellung No Bravo oder so des Salzburger Künstlers Hans Pollhammer. Ich lade Sie ein, mich auf einen Rundgang durch die Ausstellung zu begleiten. Die Ausstellung besteht aus drei Kapiteln. Pollhammer nennt es das übliche Durcheinander. Kapitel Nummer 1 setzt sich zusammen aus aktuellen Arbeiten 2015 bis 2017. Kapitel Nummer 2 beinhaltet frühe Arbeiten aus den 90er Jahren. Und Kapitel Nummer 3 sind die sogenannten Koffer und Kisten. Das sind Guckkästen, die der Künstler in alten Koffern und anderen Behältnissen installiert hat und auf alten Bügelbrettern arrangiert. Sozusagen Pollhammers Miniaturkino mit Licht und Sound animierte Bilder, die zum Abschalten und Träumen einladen und den eigenen Fantasien Raum geben. Wir sitzen im gemütlichen Wohnzimmer und schauen uns an, was die Helden in den Bildern machen. Pollhammer lässt seine Helden zu Wort kommen. Er baut kleine Redereien in die Bilder ein. Hier zum Beispiel unterhält sich der Sänger Serge Gainsbourg mit Tilda Swinton. Beide blicken aus den Bildern heraus, auf die Betrachter. Sie scheinen dasselbe etwas ins Auge gefasst zu haben. Dort drüben, na, dort vorn. Technisch verbindet Hans Pollhammer traditionelle Malerei auf Leinwand mit neuen Medien. Kopien von Fotos werden in die Malschichten integriert und nachträglich kleine Dialoge und Kritzeleien hinzugefügt.